Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu Blog 203. Ich bessere es auch im Intro aus. Viel Spaß! Das alles in die Küche gehen müssen, weil wir sind beim Downpflegen und heute früh habe ich schon Milch und Joghurt abgefüllt. Das heißt, am Feiertag Joghurt angesetzt, gibt der Feiertagsjoghurt, das ist gut. Und jetzt schauen wir, dass wir die Zeit reinholen, ne? Beim Downpflegen. Schauen wir, wie entspannt die ist. Der Rainer schneidet jetzt der einen nach dem anderen auf. Ich bin der Stift. Ich treffe maximal 5. Das wieder abstellen. Heute haben wir auch schon abgeflammt, das schaut ein wenig kriminell aus. Das zeigen wir lieber nicht. Und dann kann die wieder ganz groß laufen. Findest du das? So, und wichtig ist immer da. Nach unten offen ausschneiden. Kunde hat jetzt einen Skoda Dacia. Nachhaltig denken. Nachhaltig, immer nachhaltig denken. Sonst kann ich kein Leuchtgelände für die Fahrradwellen von der. Gibt es keine, wenn man nachbaut. Schlecht aus und verletzt. War das schon mal die Ohrhaare? Die Ohrhaare. Und wenn man die Nummern lesen kann, weil das ist ja, du musst die Nummern gut lesen können. Na? So, weiter. So, das Clownfliegen ist fertig. Ich räume jetzt den Laufhof gleich noch zusammen. Alles verschissen, schaust aus wie eine Sau. 70 Kühe und Kalbinnen waren es, also wir schneiden die Kalbinnen hier auf, sobald sie bei den Trockensternen mit sind. Einfach, dass sie ein bisschen saubere Klauen haben. Und wir haben jetzt gebraucht einen Klotz, einen Verband bei 70. Ich glaube, das spricht schon für das System Kompoststall, dass die einfach ein bisschen fitter sind. Dass, wenn eine Kuh mal richtig scheiße läuft, dass die auf dem System trotz allem auch wieder wird. Aber jetzt natürlich die Milchleistung für den Tag beim Arsch. Das kannst du halt völlig in der Pfeife rauchen jetzt. Mei, und bei so. Wenn die Kühe sauber laufen, dann hast du auch beim Klauenschneiden eigentlich keinen Stress. Klingt komisch, ist aber so. Es ist dann halt 2 Tage im Jahr mal ein wenig Stress für die Kühe, aber dafür haben sie den Rest von der Zeit echt keinen Stress und können dann Chili-Milli im Kompoststall.
Tieren. Also, dann bis gleich. So, guten Morgen. Wir haben Samstag und wir haben das Problem, dass ein Zylinder immer noch tropft. So, und das Ganze, ich baue den jetzt ein wenig runter. Wo hänge jetzt meine Kamera hin? Ja, Hund! Hundi! Müssen wir unten die Dichtkassette wieder zudrehen? Nehmen wir das so? Ich weiß gar nicht. Hundi! Mein Guter! Hm? Du bist der Beste, ne? Hund. Du bist der Beste! Ach, da haben wir den Zecken. So, jetzt habe ich ihn wieder. Gestern haben wir ihn gesucht, ne? Gestern haben wir ihn gesucht, Hund, hä? Ne? Ja, Hundi! Hm, man sieht's. Man sieht's. So. Hm. Mein guter Hund, ne? So, auf jeden Fall tropft das Ding mit unserem Schwanz. Jetzt müssen wir bloß immer, wenn mein Vater noch keine Zeit hat, ein bisschen hin und ein bisschen herlaufen und gucken. Weil, nicht, dass wir einen Schlauch abreißen. Das wäre scheiße. Muss immer ein bisschen bedacht machen da. Und dann kommen dann auch unten wenn wir das nämlich nicht mit bedacht machen, dann ist das Samstag oder glauben.
beim Zumachen haben wir wahrscheinlich da die Dichtung neu geblitzt. Oh Mann. Das ist doch immer irgendeine Scheiße, ey. Also, jetzt müssen wir wieder Spezialmethode machen. Immer dasselbe. Bis gleich. So, damit wir das schön auf- und zukriegen, habe ich Spezial. Problematik ist ja, wie drehst du sowas auf und zu? Gibt es hier sowas? Seht ihr das? Habe ich mir zurechtgeschliffen. Und sagte, ja, da gibt es Schlüssel und allem Bibabo dafür. Das Problem ist, irgendwie musst du dir helfen, wenn es halt das gerade nicht gibt. Und deswegen machen wir das so. Na? Ganz einfach. Oder auch nicht. Irgendjemand wird mich schon dafür verfluchen. So, jetzt machen wir es sauber und dann gucke ich, dass wir hier aufmachen, dass wir da eine neue Dichtung drüber kriegen und dann muss es halten, muss. So, da haben wir wieder gefräst. Hartholz, Katastrophe, geht gar nicht. Ha ha ha.
So, die Frage ist, ob wir eine neue Dichtung brauchen. Das ist die große Frage. Die ist nicht mehr geil. Alter. Oh Mann. So, das war mal ungefähr. Zentimeter. Mach mal Gülledichtung drauf. Das wäre das Einfachste. So, ich gehe mal suchen. Bis gleich. So. Ich habe mit dem Vater jetzt halt noch da nochmal. Schauen wir mal, ob da jetzt noch viel kommt. Da, die Lust ist einfach das Gerät der Stunde. Hoppala. So. Soll ich mir jetzt echt einen aufhocken? Ja, ne? Das hilft da nichts. Die Problematik ist, der Öltank ist unterhalb der Kabine. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, wenn man ab und zu mal raus. Mein Schraubendreher. Da muss man aufpassen, dass nicht so viel Wind ist. Also, ich habe selten einen dümmeren Öleinfüllstutzen gesehen. Mit ein bisschen Ruhe und Bedacht bringt man das Öl fast dahin, wo es sichert. Gut. Und dann geht auch die Hälfte daneben. Also, jetzt machen wir noch eine Schwennei und dann geht's frühstücken. Ich muss dann noch ein wenig mal in meiner Fräse da rumspielen da.
Sau cool. Also Späne produzieren kannst du, aber Hartholz ist halt echt nix, ne? Und ich irgendwie muss ich mal an der Absaugung da arbeiten. Das ist suboptimal. Naja, bis gleich. So, Schätzchen, willst du gleich was sprechen? Ich will sprechen, Grillfleisch gibt's. Und für den Hund gibt's Raubtierförderung. Langsam, langsam. So, wer meint, dass das ein Kampfhund ist, ne? Der lässt sich eins gesagt sein, ja? Legt euch niemals mit dem Han Solo an. Geh ich rein, will das Hüttle da richten, ja? So, Moment, seht ihr das? Seht ihr den? Hinten seine Kampfkrallen, 2 Zentimeter lang. Packt er mich in den Arm rein, aber holla die Waldfee. Kennt ihr diese Hahnenkämpfe? Nee, der pickt nicht. Der isst mir die Füße so auf mich los. Denk mir, spinnt der jetzt, ey? Vollgas. Also auf jeden Fall merke ich meine Muskeln. Aber wie die Sau. Packt der da voll rein, ey. Meine Kinder hat er auch schon mal angegriffen, ne? Haben mir gedacht, was erzählen denn die? Bis er mich gestern selber da geblitzt hat, der Gribbel. Was ist mit euch los? Warum seid ihr so on fire? Ha? So. Mal gucken, was das so geht. Oder was nicht geht. Alarm ist keiner drauf. Hört sich schon mal gar nicht so schlecht an. So. Ich werde dreimal ein paar Kühlis rein. Und dann muss man da gucken. 2 Kannenkühe habe ich. Nee, eine ist es los. Können wir die noch nehmen? Muss mal gucken, ob sie schon. Wenn es natürlich draußen kühl ist, ist innen auch einigermaßen kühl. Dann hebt sie noch, aber im Sommer kannst du natürlich sowas vergessen. Ne? Sehr schön. Wir drängen unsere Kälber. Seit dem Milchstreik vor. Boah, wie lange ist das her? 10, 11 Jahre. Seitdem trinken wir unsere Kälber mit Vollmilch. Und das Geile ist eigentlich daran, dass wir seitdem viel weniger Stress haben. Also diese Umstellerei zwischen Milchaustauscher die Umstellung zwischen Milchaustauscher und normaler Milch, zwischen normaler Milch und Milchaustauscher, fällt halt da komplett weg, ja. Vielleicht ein Ticken teurer, aber mei. Der Milchpulverpreis hängt sich ja trotzdem auch immer an den Milchpreis. Also insofern, jetzt sollen wir mal gute Kühe werden, ja? Dann darf man da in der Frühentwicklung auch nicht sparen. Ne? Und insofern ist das, denke ich, ein gut investiertes Geld. Was wir machen, denke ich, was soll man da nicht? Gerade wenn wir es in der Molkerei brauchen, da geht es manchmal um 50 Liter, die du noch mehr brauchen könntest. Dann wäre das schon. Ja, manchmal ganz gut, aber was willst du machen? Irgendein Tod musste sterben, ne? So, jetzt machen wir noch schnell die Resten rein. So, gibt es noch? CNC-Projekt fertig gemacht. Sau cool für meine Kinder Lampe. Eine Löwenlampe. Schaut so aus, vorne und hinten ist praktisch eine Platte, die ausgefräst ist mit einem Löwen und innen drin ist praktisch so 10 cm Abstand, zeige ich dann gleich. Mit einem 10 cm Abstand und in dem 10 cm Abstand ist praktisch eine LED-Leiste verbaut.
verbaut als Nachtlicht. Jetzt habe ich Depp aber nur 24 Volt LEDs da gehabt, jetzt gehen durch das Licht durch. Naja, können wir anlösen. Und eigentlich müssen wir mal gucken, ob wir da noch so einen kleinen Timer einbauen können. Das wäre eigentlich das Geilste. Dass die halt eine Stunde, dann geht's ja aus. So muss das eigentlich sein. Da kommt der Technik-Nerd durch. Aber man merkt natürlich jetzt die kleine CNC, die mostly printed, also die ich jetzt hinten habe, die kotzt natürlich am Anfang. Ne? Also das ist nicht geil. Na und? Bist du schon fertig? Hm? Du hast gemeint, du kannst da auf Strunzen gehen, hä? Aber das Geile ist, mit dem GPS-Tray kriegst du sofort eine Nachricht, wenn der über den Geofence geht, ne? Und dann hast du natürlich die Möglichkeit, dass du den Sound einschaltest. Ja? Und den Sound haben wir da verkoppelt, dass ihm das ganz schön an die Eier geht. Also das ist echt nicht geil. Das ist so ganz hochfrequent, ja? Und dann dreht es sofort an. Und sobald er über die Grenze ist, geht der Sound wieder aus. Das natürlich im Automatikmodus wäre Hammer. Gibt's aber leider nicht. Nein, und nie. Das gibt's nicht. Und sitz. 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 Ja, ich soll dich grauen, das weiß ich schon. Mach ich nur, wenn ich sitz. Mach sitz. Komm, mach sitz. Ja. Feiner Hund. Pfudi. Pfudi. Ja. Na? Ha, zur letzten Woche noch. Saugeiler Kommentar. Frag mal beim Bauer Hauer nach, ob er nicht den Hof will. Dann sage ich, habe ich doch schon gemacht, aber der will ihn nicht. Nee, also Stefan, das ist. Wie schon gesagt, kannst du gerne übernehmen, gar kein Problem. Immer noch, wenn da einer kommt, der sich berufen fühlt, ne? Aber überhaupt kein Thema. Nee, aber Richtung Stefan nochmal, also es ist ja immer so, du wirst bei solchen Projekten jetzt an einer Hofübernahme immer auf die Prüfung gestellt werden. Immer. Und das ist halt eine Prüfung, ganz einfach. Also ich denke, das war auch für was gut. Vielleicht ist der Hof gar nicht so geil gewesen, wie du dir vorgestellt hast. Und das war der Wink mit dem Soundfall. Also insofern geht eine Tür zu, geht eine andere auf jeden Fall auf. Und von dem her, da darfst du nicht entmutigen lassen. Ne? Und wenn gar nichts findet, kommst du dann wieder von mir. Also, bis dann. Wie immer, wenn die Videos euch taugen, dann abonniert den Kanal! Genau! Ja!